Herzlich willkommen bei Kauf das. In diesem Video geht es um den 25 Zoll USB-C QHD Monitor von Dell mit der Modellbezeichnung U2520D. Es nennt sich USB-C Monitor, weil der USB-C Anschluss das Hauptmerkmal dieses Monitors ist. Genauer gesagt handelt es sich um einen USB 3.0 Typ C Anschluss mit Power Delivery. Damit ist es möglich, externe Geräte wie zum Beispiel ein Notebook mit bis zu 90 Watt zu versorgen. Das Netzteil dafür ist in dem Monitor integriert. Das Besondere an dem USB-C-Anschluss ist, dass er Strom, Bild, Ton und Dateien über nur ein Kabel überträgt. Dadurch sieht der Schreibtisch sehr aufgeräumt aus, Hashtag CleanDesk. Auf der Rückseite befinden sich neben dem Netzkabelanschluss folgende Anschlüsse. HDMI, DisplayPort-Eingang, USB-C mit 90 Watt Ausgangsleistung, DisplayPort-Ausgang für Multistream-Transport, kurz MST, um einen weiteren Monitor in Reihe zu schalten, ohne einen Anschluss am Notebook zu belegen. Und dann noch Audio-Anschluss und zweimal USB-A mit jeweils 4,5 Watt Ausgangsleistung. Auf der linken Seite des Monitors befinden sich zwei weitere USB-Anschlüsse. Diese können Geräte mit etwas mehr Leistung als 4,5 Watt aufladen. Der oben liegende USB-A-Anschluss lädt mit 10 Watt auf. Der USB-C-Anschluss darunter schafft sogar 15 Watt. Damit lade ich zum Beispiel mein iPad auf, was fast so schnell wie mit dem 18 Watt Original-Ladegerät funktioniert. Außerdem nutze ich die USB-Anschlüsse zum Verbinden von Headsets, Tastaturen oder USB-Sticks. Passend zu den Anschlüssen sind folgende Kabel mitgeliefert: Netzkabel, DisplayPort-Kabel, USB-A zu USB-C-Kabel, alle jeweils 1,8 Meter lang. Und ein 1 Meter langes USB-C-Kabel. Ein HDMI-Kabel ist nicht dabei. Das Display hat eine Pixelauflösung von 2560x1440 bzw. 117,5 Pixel pro Zoll im 16:9 Seitenverhältnis. Die Display-Technologie lautet IPS. Die Farbtiefe beträgt ca. 16,8 Millionen Farben bzw. 8 Bit und es werden 99% des sRGB-Farbraums abgedeckt. Die Ansprechzeit kann im Menü auf Normal, das heißt 8 Millisekunden, oder auf Schnell, das heißt 5 Millisekunden, eingestellt werden. Die Bildwiederholrate beträgt 60 Hertz und die Helligkeit erreicht 350 Candela pro Quadratmeter bzw. 350 Nits. Außerdem ist das Display entspiegelt. Insgesamt gefällt mir dieses Display sehr. Es ist ausreichend scharf und hell. Es eignet sich gut für alltägliche Aufgaben wie Texte schreiben, Filme schauen oder Spiele spielen. Falls aber Spiele gespielt werden sollen, wo es auf eine schnelle Bildwiederholrate ankommt, sollte ein anderer Monitor in Betracht gezogen werden. Wer viel Wert auf Ergonomie setzt, bei diesem Monitor genau richtig. Denn es ist 130 mm höhenverstellbar, minus 5 bis plus 21 Grad neigbar, minus 45 bis plus 45 Grad schwenkbar und minus 90 bis plus 90 Grad drehbar. So sollte jeder Nutzer die für sich beste ergonomische Einstellung finden können. Was ich ebenfalls noch zur Ergonomie zähle, ist das einfache Lösen und Wiederanbringen des Monitorständers. Zudem kann der Monitor durch Lösen der jetzt sichtbaren vier Schrauben an Weser 100x100 mm Halterungen angebracht werden. Des Weiteren sorgt die Kabelführungsöffnung im Monitorständer für mehr Ordnung. Und um das Thema Ordnung noch weiter auszureizen, möchte ich nicht vorenthalten, dass der Platz hinter dem Monitor sich hervorragend für das Ablegen von Kopfhörern eignet. Das Monitormenü ist wie bei den meisten Monitoren selbsterklärend. Deshalb sehe ich keinen Bedarf, hier tiefer einzusteigen. Der Preis dieses Monitors liegt aktuell bei 380 Euro auf der Seite von Dell. Es gibt sicher günstigere Alternativen. Aber bei denen fehlt der 90 Watt USB-C Anschluss, was für mich eines der Hauptkaufgründe darstellt. Abschließend möchte ich meine Pro- und Kontraliste für diesen Monitor zeigen. Auf der Pro-Seite haben wir mit einem dicken Plus den 90 Watt USB-C Anschluss, der Strom, Bild, Ton und Daten über nur ein Kabel überträgt. Die gute Bildqualität, die ergonomischen Einstellmöglichkeiten und das Design. Auf der Kontraseite habe ich nichts stehen, da es meiner Meinung nach nichts gibt, was als störend empfunden werden könnte. Ich verwende diesen Monitor in Kombination mit meinem neuen Dell Notebook.
Dazu gibt es auch ein Video, das entweder jetzt eingeblendet werden sollte oder alternativ in der Beschreibung zu finden ist. Das war der Dell USB-C Monitor O2520D bei Koptas. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. It sound right, boy.